Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. 32 Mannschaften haben sich für dieses große Turnier qualifiziert und alle wollen natürlich nur das eine ins Finale einziehen und den kleinen goldenen Pokal mit nach Hause nehmen. Ganz besonders möchte das Brasilien, denn sie möchten endlich im eigenen Land Weltmeister werden. Und ja, da werden die anderen Mannschaften aber auch noch ein Wörtchen mitreden. Wie das Ganze ablaufen wird, werden wir aber erst in frühestens 2 Monaten erfahren, denn dann beginnt erst die WM. Trotzdem können wir uns jetzt schon mit der WM beschäftigen, da in der letzten Woche das offizielle Computerspiel zur Weltmeisterschaft von EA Sports erschienen ist, und zwar für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Mit dem etwas sperrigen Titel FIFA Fußball Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Oder einfach ganz kurz FIFA WM 2014. In diesem Video möchte ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Wir werden uns die verschiedenen Features anschauen, die Spielmodi. Wir werden auch uns mal anschauen, welche Lizenzen überhaupt mit im Spiel sind. Und natürlich schauen wir uns auch das Gameplay an und ganz besonders mal im Vergleich, was hat sich denn zu FIFA 14 so alles verändert. Ja, und deshalb gehen wir jetzt direkt ins Menü und schauen uns erstmal an, was es so alles hier gibt. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Ja, und da sind wir dann auch schon im Menü. Und alle, die FIFA schon mal gespielt haben, werden sich sofort zurechtfinden, denn hier haben wir wieder dieses Kacheloptik-Menü. Allerdings nicht ganz so steril wie in FIFA 14, sondern alles schön in brasilianischen Farben eingehüllt und mit den offiziellen Logos bestückt. Ich finde das alles sehr, sehr schön, passend zur WM. Und auch der Soundtrack von dem Spiel passt sehr, sehr gut dazu. Den hört ihr jetzt leider nicht, weil dafür habe ich leider keine Lizenzen. Aber der passt wirklich sehr gut. Es ist nicht so aufdringlich. Und ja, es bringt ein bisschen mehr Brasilien-Feeling hier in das Spiel. Wir schauen uns direkt mal an, was es hier so für Spielmodi gibt. Hier sind wir in den Offline-Spielmodi. Und natürlich haben wir ja das, was immer dabei ist, das Anstoßspiel, also einfach ein Freundschaftsspiel. Da gehen wir einfach mal kurz rein, damit wir einfach gucken können, was es hier so alles gibt. Hier können wir einfach 2 Mannschaften auswählen. Und da sind wir auch schon gleich bei den Lizenzen. Denn alle Mannschaften, die bisher bei der WM mitgemacht haben, egal ob Endrunde oder Qualifikation, sind in diesem Spiel enthalten. Also wir haben hier Europa, wir haben Afrika, wir haben Südamerika, Asien, Ozeanien und CONCACAF, also Nord- und Mittelamerika. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Weltteams, die kann man freischalten im Laufe des Spiels. Aber das ist nicht mehr ganz so wichtig. Ja, und alle Mannschaften sind lizenziert, nicht komplett leider, aber alle großen Mannschaften haben auf alle Fälle die Originalspieler und auch die richtigen Trikots. Nur so kleine Mannschaften wie San Marino oder Singapur, da sind zum Beispiel nicht immer gleich alle Trikots dabei, alle Originalen. Aber ich denke, bei so kleinen Mannschaften kann man das verzeihen. Es ist zumindest nicht so wie vor 2 Jahren beim UEFA 2012 DLC, wo sogar die Ukraine als Gastgeber nicht lizenziert war. Und das ist bei diesem Spiel definitiv nicht der Fall. Ja, und wenn wir dann zum Beispiel hier Deutschland auswählen und als Gegner zum Beispiel England, dann können wir hier auch noch verschiedene Trikots auswählen. Da sind bei den großen Mannschaften immer alle Trikots dabei, die sie auch während der WM tragen. Also hier zum Beispiel dieses weiße mit dem roten Bruststreifen oder dieses, naja, etwas eigenartige rot-schwarze Trikot. Es sind aber auch die verschiedenen klassischen Trikots dabei, die man im Football Club später freischalten kann. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man einfach unterschiedliche Sachen machen kann. Hier auch dieses klassische Trikot, das gefällt mir immer noch sehr gut. Aber auch die Trikots von den Qualifikationsspielen sind dabei und das ist ja schon mal etwas. Gut, und wenn ich jetzt einfach nochmal weitergehe, dann sehen wir auch in den Mannschaftsdaten, hier sind alle Spieler lizenziert, Neuer, Lahm, Mertesacker, Boateng, Hummels und so weiter und so fort. Das sind natürlich momentan noch nicht die finalen Kader für die WM. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Kader sind noch nicht bekannt und noch nicht offiziell.
Aber es soll ein Update geben, ein Kader-Update, sobald die WM-Kader bekannt sind. Und dann werden auch die Kader hier im Spiel aktualisiert, was ich sehr, sehr gut und richtig finde. So, dann gehen wir nochmal zurück. Wenn wir schon bei Lizenzen sind, schauen wir mal ganz schnell in das Spiel-Setup. Und da können wir mal gucken, welche Stadien mit dabei sind. Hier zum Beispiel die Arena Amazonia, Arena Forte Nova. Und das zieht sich jetzt die ganze Zeit so weiter. Alle 12 WM-Stadien aus Brasilien sind mit dabei und wurden nachgebaut. Zusätzlich sind noch einige generische Stadien dabei, also die dann auch in Qualifikationsspielen verwendet werden können. Aber es gibt jetzt zum Beispiel keine weiteren deutschen Stadien mit im Spiel, was auf der einen Seite ein bisschen schade ist, weil natürlich würde man gerne in der Allianz Arena oder im Berliner Olympiastadion die Qualifikationsspiele der Deutschen spielen. Auf der anderen Seite, naja, man kann ja auch nicht für jedes Land dann zwei, drei Stadien mit einbauen. Also so gesehen, ich finde es in Ordnung und solange die WM-Stadien dabei sind, finde ich das alles okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Spielen werden wir ja nachher. Also sind wir jetzt gleich wieder im Hauptmenü und schauen uns die weiteren Spielmodi an. Da wäre dann nämlich FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Ja, das ist einfach ein Standardmodus, der in diesem Spiel unbedingt rein muss. Hier kann man einfach die FIFA-WM-Endrunde komplett spielen. Wir gehen einfach mal schnell rein. Ist eigentlich recht schnell erklärt. Man beginnt in der Gruppenphase der WM und spielt sich dann, wenn man weiterkommt, in das Achtelfinale und dort spielt man dann ja um den WM-Titel. Und hier geht es eben auch ein bisschen darum, dass man sein Team richtig aufbaut, dass man ja die entsprechende Form der Spieler berücksichtigt und dass man eben auch seine Spieler ein bisschen trainieren kann. Das ist ganz nett, ob man das jetzt unbedingt braucht. Sei dahingestellt und da kann man dann sich hier ein Team aussuchen. Man kann auch mit mehreren Mannschaften spielen, also das funktioniert ebenfalls. Also wenn man zum Beispiel mit 4 Leuten vor einer Konsole spielen möchte. Ja, und dann kann ich hier eben auch meinen Kader bestimmen. Also ich habe nicht vorgegeben, welche Spieler ich nehmen muss, sondern ich könnte auch Aogo, der momentan nicht in den Top 23 Spielern ist, einfach mitnehmen und hierfür, keine Ahnung, Özil einsetzen. Macht keinen Sinn, aber egal. Gut, also das könnten wir machen und dann würde es losgehen mit der WM. Und auch hier hätten wir wieder die Möglichkeit, entweder wir spielen mit den Original-Spielplänen, also mit Deutschland in einer Gruppe zusammen mit Portugal, Ghana und den USA, oder ich kann einfach, ja, einfach alles mischen und alles zufällig machen. Genau, und dann würde eben das Turnier losgehen. Das Ganze ist ganz nett aufgemacht mit ja, Zeitungen, ein bisschen Hintergrundinformationen. Und wenn das Ganze dann geladen ist, kann ich eben direkt loslegen. Wir haben dann unseren Kalender. Ja, also da gibt es dann eigentlich nichts großartig drüber zu berichten. Dann gehen wir wieder zurück. Der nächste Spielmodus ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Nämlich Teamkapitän. Und der Modus ist im Grunde nichts Neues. Den gab es im WM-Spiel von 2010 schon mal, wurde jetzt aber ein bisschen überarbeitet. Hier geht es im Grunde darum, dass man mit einem Spieler, da kann man entweder sich selbst verwenden oder einen echten Spieler aus den Mannschaften, dass man ihn entwickelt und zusieht, dass er sich für den 23er-Kader qualifiziert, dass er dann irgendwann in der Startelf ist. Und ja, das Ziel ist einfach, dieser Spieler soll Mannschaftskapitän werden. Er soll so gut sein, dass er eben die Mannschaft als Kapitän zur WM führt und ja, idealerweise dann auch den WM-Titel gewinnt. Und wir suchen uns jetzt hier einfach ein Team aus, zum Beispiel Deutschland. Wir haben hier auch die Möglichkeit, diesen Modus mit bis zu 4 Spielern zu spielen, also lokal vor einer Konsole. Und das ist richtig lustig, denn es ist so eine Mischung aus Koop-Spiel, aber trotzdem ist man irgendwie so ein bisschen, ja, Gegner. Weil auf der einen Seite möchte man ja zusammen mit der Mannschaft den WM-Titel gewinnen, auf der anderen Seite möchte jeder Kapitän werden. Und ja, das ist eigentlich ziemlich spannend. Wir könnten jetzt eben, wie gesagt, hier einen Spieler erstellen. Das lasse ich, weil das ein bisschen dauert. Oder wir nutzen einfach einen echten Spieler. Ich nehme jetzt einfach mal Philipp Lahm.
Und wir möchten reale Begegnungen haben. Ja, und das sind unsere Qualifikationsgruppen. Die kennen wir auch schon. Das sind die Originaldaten. Und ja, jetzt könnten wir hier theoretisch spielen. Wir haben immer eine Rivalentabelle. Spieler, die quasi ja, ähnlich stark sind wie wir. Das Interessante an diesem Modus ist, unser Spieler entwickelt sich im Laufe des Spiels immer weiter. Wir sind relativ schwach am Anfang, haben auch nicht so viele Attributspunkte. Und im Laufe des Spielens werden wir immer stärker. Wir können uns pro Spiel immer weiter verbessern. Und neu ist eben hier auch, wir können mittlerweile unseren Spieler auch trainieren. FIFA-Spieler kennen ja schon die Skill Games, die werde ich später auch noch zeigen. Und diese Skill Games sind eben Möglichkeiten, wie ich in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel passen, schießen, flanken, Elfmeter, sowas, mich individuell verbessern kann. Aber wenn ich nicht gut genug bin, dann verbessere ich mich eben auch nicht. Und das ist eine interessante Art und Weise, wie man die Skill Games in einen Spielmodi mit integriert hat. Bisher war das ja immer nur so nebenbei. Und ja, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Werde ich jetzt auch nicht zeigen können, weil es einfach viel zu lange dauert. Aber wenn ihr das Spiel spielt, spielt unbedingt diesen Mannschaftskapitän-Modus, weil er wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, vor allem wenn man das Ganze im Koop spielt. Gut. Der nächste Modus ist Weg zur FIFA-WM 2014. Also eine komplette FIFA-WM 2014-Kampagne spielen. Das ist im Grunde dasselbe wie hier oben, was wir vorhin hatten, allerdings mit zusätzlich der Qualifikation. Wir können hier von allen Kontinenten die komplette Qualifikation durchspielen und ja, dann uns auch hoffentlich für die Endrunde qualifizieren. Das gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein, weil es relativ klar sein sollte. Etwas interessanter ist die Geschichte der Qualifikation. Aus älteren FIFA-Teilen kennt man ja auch schon diese Szenarien. Die waren auch immer beliebt in WM- und EM-Spielen. Und das ist hier eben wieder der Fall. Wir haben in unseren verschiedenen Regionen, also alle Regionen sind hier möglich. Ich bleibe jetzt aber mal in Europa. Haben wir verschiedene Szenarien. Zum Beispiel hier, nehmen wir einfach mal dieses Spiel Bulgarien gegen Italien. Da stand es in der 86. Minute 2 zu 2. Und dann heißt es eben, die Bulgaren setzen die Italiener, die nach der Verletzung von De Rossi und ausgeschöpften Wechselkontingent nur noch zu 10 sind, unter Druck. Kannst du die Azzurri trotzdem zum Sieg in der Qualifikationspremiere führen? Also wir spielen hier originale Spiele nach, die alle aus der Qualifikation stammen. Und ja, das sind jede Menge Sachen dabei. Und wir steigen dann auch in diese entsprechende Minute ein. Also wir fangen dann nicht wieder von ganz von vorne an. Schauen wir mal, ob es noch was von Deutschland gibt. Müsste. Ich schütze auf Schweden. Deutschland gegen Schweden war ja immer interessant. Ha, wusste ich's doch. Schweden haben sich bisher als harter Gegner erwiesen, aber die Deutschen konnten gerade ausgleichen. Ein Mann hat sich für die verbleibende Spielzeit einiges vorgenommen, zaubert André Schürrle einen unglaublichen Hattrick aus dem Hut. Ja, und hier würde man jetzt eben in der 53. Minute einsteigen und wir haben natürlich auch ein paar Ziele. Hier muss man dann eben drei Tore mit dem Virtual Pro erstellen. In diesem Fall wird das André Schürrle sein. Man muss das Spiel gewinnen und keine roten Karten bekommen. Ja, und dafür kriegt man dann Punkte und diese Punkte wird man dann später auch im Football Club wieder einsetzen können. Ich finde das ganz nett, weil es eben ja, so viele interessante Qualifikationsspiele gab und hier kann man die dann einfach nochmal weiterspielen. Der nächste Modus ist die WM-Geschichte. Hier sehen wir gerade nur so einen kleinen Countdown. Das liegt nämlich daran, dass dieser Modus erst, so wie wir es hier sehen, erst während der Fußball-Weltmeisterschaft freigeschaltet wird. Das sind nämlich ebenfalls Szenarien wie bei der Qualifikation, allerdings zu den echten Spielen der WM. Und die werden dann freigeschaltet, sobald die Spiele gespielt sind. Und wir können dann jedes einzelne Spiel, das während der WM gespielt wird, nachspielen. Da gibt es dann jeweils ein Szenario. So, soweit die Offline-Spiel-Modi. Interessant sind natürlich auch die Online-Spiel-Modi und die schauen wir uns natürlich auch an. Hier haben wir Reise nach Rio de Janeiro und das ist ein interessanter
Online-Modus, bei dem man ja von Stadion zu Stadion reist. Ich bin jetzt hier bereits in der fünften Stadt und zwar in Brasilia. Und mein aktuelles Ziel ist gerade in die sechste Stadt reinzukommen und das wäre Fortaleza. Ja, und das Ganze funktioniert so. Ihr seht diese orangene und blaue Spur zwischen den beiden Stadien. Das sind die Anzahl der Punkte, die ich benötige. Insgesamt, um in das nächste Stadion zu kommen, brauche ich 10 Punkte. Ganz normale Punkteregel. Ein Sieg gibt 3 Punkte, ein Unentschieden gibt einen Punkt. Und ja, wenn ich diese 10 Spiele gewinne, dann komme ich in das nächste Stadion. Wenn ich in die blauen Punkte gelange, also zwischen 7 und 9 Punkte erreiche, dann bleibe ich im aktuellen Stadion. Und wenn ich weniger Punkte bekomme, also in die orangenen Regionen lande, dann steige ich in das zuvorige Stadion ab. Das Ganze ist an sich kein neuer Spielmodus. FIFA-Spieler kennen den bereits aus FIFA 13 und FIFA 14. Das ist nichts anderes als der Season-Modus, mit dem einzigen Unterschied, dass man hier eben nicht von ja, Liga zu Liga spielt, sondern von Stadion zu Stadion. Ich finde den Online-Modus aber sehr gelungen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man hier ja, das Setting ein bisschen angepasst hat. Die Idee, dass man wirklich von Stadion zu Stadion reist, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ganz am Ende, ja, wartet natürlich das Stadion in Rio, wo man dann auch das WM-Finale gewinnen möchte. Ja, und dann gehen wir wieder zurück und schauen uns den zweiten Online-Modus an, nämlich die Online-FIFA-WM 2014. Das ist eigentlich auch sehr, sehr schnell erklärt. Das ist nichts anderes als die WM-Endrunden-Umsetzung für den Online-Modus. Gab es auch schon in den vergangenen WM- und EM-Spielen. Hier geht es eben darum, dass man mit einer Mannschaft spielt, zum Beispiel Deutschland. Und hier geht es jetzt eben darum, dass man in der Gruppenphase anfängt zu spielen. Hier bekommt man immer zufällig Gegner zugelost, man fängt eben in der Gruppenphase an, man bestreitet 3 Spiele und wenn man genügend Punkte verdient hat, dann ja, kommt man ebenfalls wieder ins Achtelfinale rein, dann spielt man wieder im K.O.-System gegen andere zufällige Gegner und ja, bis man dann hoffentlich auch im Finale ist und dann online die FIFA-WM gewinnen kann. Dieser Spielmodus ist eigentlich deshalb sehr interessant, weil er ja, je länger das Turnier dauert, desto schwerer wird's, weil wenn ich im Halbfinale bin, dann treffe ich auch nur auf andere Spieler, die sich ebenfalls bis ins Halbfinale vorgespielt haben. Also wird's natürlich im Laufe des Spiels immer schwerer, aber genauso gut kann man es auch als Herausforderung sehen. Und als letzter Online-Modus gibt es die Online-Freundschaftsspiele. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Man kann halt gegen einen Freund ein Freundschaftsspiel austragen. Ist allerdings trotzdem sehr schön, dass dieser Modus dabei ist, weil es in den letzten Jahren nicht immer der Fall war, dass man Online-Freundschaftsspiele austragen konnte. Und der wurde ja sehr vermisst. So, jetzt gehe ich doch nochmal zurück, weil ich vergessen habe, die Skillspiele vorzustellen. Das hatte ich ja schon angekündigt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Skillspiele sehen so aus, dass man verschiedene Kategorien hat, wie zum Beispiel hier Flachpass, der fortgeschrittene Flachpass, Schießen, fortgeschrittenes Schießen und so weiter und so fort. Und all diese Kategorien gibt es in verschiedenen Unterkategorien. Ich gehe jetzt mal hier in Elfmeterschießen. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen: Bronze, Silber, Gold und die Skill Challenge. Und ja, in jeder Schwierigkeitsstufe gibt es wieder andere Aufgaben. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell, wie das hier abläuft. Ich bekomme hier so ein bisschen gesagt, was ich machen muss. Also, dass ich eben mit Kreis ja die Schusskraftanzeige aufladen kann, dass ich zielen kann und so weiter und so fort. Ja, und dann kann ich das Ganze eben üben. Und in diesem Fall noch ein bisschen mit Hilfe, weil es noch die einfache Skill Challenge ist. So wird es zum Beispiel nicht funktionieren, damit ich das auch mal zeige, wie man das nicht macht. Und ja, dann geht das jetzt die ganze Zeit so weiter. Ich muss am idealsten alle Ziele treffen. Und wenn ich das geschafft habe, beziehungsweise je schneller ich das schaffe, desto mehr Punkte bekomme ich. Und das Interessante ist es, dass es auf der einen Seite
ja, so eine Art Training ist. Also das, was man früher hatte, im Trainingsmodus, macht man jetzt eben hier. Hier lernt man so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Und was ganz Praktisches. Und man kann sich hier auch so ein bisschen mit seinen Freunden messen. Also es gibt Bestenlisten. Upp, das wird eng. Knapp, aber getroffen. Es gibt Bestenlisten, wo man eben seine Punkte vergleichen kann mit denen der Freunde. Und dann kriegt man auch so ein bisschen raus, wer in welcher Disziplin am besten war. Ach komm, der war doch getroffen. Wie fies. So, doch noch geschafft. Und jetzt kriege ich eben gesagt, ich habe 7.737 Punkte. 7.300 Punkte habe ich gebraucht. Und jetzt habe ich das Bronze-Level eben abgeschlossen und könnte jetzt hier direkt im Silber-Level weitermachen, wo ja was anderes auf mich wartet, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen. Gut, das war eigentlich alles an Spielmodi, die es hier zu sehen gibt. Also die Offline- und die Online-Spielmodi haben wir jetzt durchgemacht. Hier im Football Club gibt es eben wieder, wie auch in FIFA 14, bereits den Football Club-Katalog, wo man sich für freigeschaltete Punkte Sachen freischalten kann. Zum Beispiel Trikots, Bälle, verschiedene Torjubel und so weiter und so fort. Man kann sich aber auch so ein bisschen einen Vorteil verschaffen. Na? So, jetzt. Man kann sich aber auch so ein bisschen einen Vorteil verschaffen, indem man zum Beispiel bei Reise nach Rio de Janeiro sich ein zusätzliches Unentschieden kauft oder ja, ein Extraspiel. Falls man zum Beispiel noch unbedingt einen Punkt braucht oder sowas, dann kann man sich hier ein bisschen helfen. Man kann aber auch verschiedene andere Szenarien nachkaufen, irgendwelche komischen Videos freischalten und ja, ist eigentlich ganz nett. Man kann so mit quasi mit seinen in-game verdienten Punkten ein paar nette Sachen machen. Ja, und hier gibt es dann eben noch so ein paar nette Sachen wie Einstellungen, ein Videoraum, Profileigenschaften, Teammanagement, also das, was man aus der FIFA-Serie einfach auch noch kennt. Ja, das war's soweit von den Features und dem Umfang vom Spiel und gleich werden wir uns natürlich auch das Gameplay anschauen. Ich werde ein interessantes Spiel vorbereiten und dann schauen wir uns das Gameplay direkt an. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft in der WM 2014. Wir spielen in Salvador gegen Portugal, so heißt der Gegner. Und wir sehen hier schon mal einen schönen Schwenk ins Stadion, eine tolle Kamerafahrt. Eigentlich ein Feature, das wir nur von den Next-Gen-Konsolen kennen. Und das gibt es eben auch zum ersten Mal hier. Wir sehen auch das Außenfeld, das Stadionumfeld. Und ja, auch hier im Inneren des Stadions ist jede Menge los, ganz viel Konfetti. Ob die das noch rechtzeitig vom Spielfeld wegkriegen, wage ich zu bezweifeln. Aber die Fans im Stadion sind auch glücklich und Yogi ist auch da. Hallo Yogi, hallo und willkommen in Salvador. Ja, die Nationalmannschaften haben sich zu den Nationalhymnen aufgestellt und da können wir mal ein bisschen in die Gesichter schauen. Philipp Lahm erkennt man sehr gut. Ja, allgemein kann man die Spieler schon erkennen, aber ja, man hätte sie auch ein bisschen detaillierter machen können, das muss man ganz klar sagen. Ja, und hier im Stadion ist viel los, ganz viele 3D-Zuschauer. Sie wehen Fahnen und Banner hängen überall. Am Anfang haben wir auch Choreografien gesehen. Also ich finde, da kann man schon ein bisschen Stimmung kriegen. Und hier sehen wir das Fanfest in Berlin, auch ein neues Feature. Während den Spielen schaltet man immer mal wieder in die entsprechenden Städte, zum Beispiel hier in Berlin vorm Brandenburger Tor, ganz nett. Ja. Und was können wir sonst noch sagen? Die Grafik ist hier ja schwierig zu beurteilen. Wenn man die Next-Gen-Konsolen, also die PlayStation 4 und die Xbox One gewohnt ist, ja, ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Wenn man es aber mit FIFA 14 auf der PlayStation 3 vergleicht, dann ja, ist okay. Also
Insgesamt ist es ein bisschen grobkörnig, manchmal so ein bisschen verwaschen. Das werdet ihr später zum Beispiel bei den Rückennummern sehen. Die, manchmal sieht man die so gar nicht. Aber allgemein ist es schon in Ordnung. So, los geht's. Portugal mit dem Anstoß und wir haben sofort den Ball erobert. Können wir ihn auch behaupten? Jawohl. Sehr schön. Das gibt doch Mut für das Spiel. Und mal schauen, ob wir ein frühes Tor schaffen werden. Na, so noch nicht. Und jetzt gleich Cristiano Ronaldo mit dem Konter. Ja, was gibt es zum Gameplay zu sagen? Es ist natürlich ähnlich zu FIFA 14. Ganz klar, wer FIFA 14 gespielt hat, der wird auch hier... War das nicht abseits? Okay, ging ins Aus, kein Problem. Wer FIFA 14 gespielt hat, der wird sich hier sofort zurechtfinden. Allerdings ist es doch teilweise ein bisschen anders. Insgesamt ist das Spiel ein bisschen schneller. Man hat auch so den Eindruck, dass die Schüsse deutlich fester sind. Und ja, die portugiesischen Fans, noch lachen sie. Noch lachen sie. Mal schauen, ob wir ihnen das Lachen ja, vertreiben können. So, oh, schöner Pass, schöner Pass. Und jetzt eine schöne Flanke nach innen. Ah, Mist. Aber immerhin Eckball. Und da kann ich euch gleich ein neues Feature zeigen. Unten steht ja einstudierte Standard nutzen. Und wenn ich das auswähle, könnte ich jetzt hier verschiedene ja, Settings auswählen. Zum Beispiel, dass meine Spieler um den Torwart herumlaufen oder am 16er entlang gehen. Und das machen die dann oben auch. Die laufen dann oben so ein bisschen wie die Ameisen herum. Und oh. Oh, Kopfball und schade. Wundert mich gerade, dass ich diese Trophäe kriege. Weil eigentlich habe ich das schon öfters gemacht. Ich habe bisher noch nicht im Singleplayer gespielt, wahrscheinlich daher. So, dann machen wir das gleiche nochmal. Diesmal werden wir den Torhüter bedrängen und Kopfball! Tor! Tor für die deutsche Nationalmannschaft! 1:0 gegen Portugal durch Thomas Müller in der 12. Minute und ja, die Mannschaftskollegen sind bei ihm und feiern ihn. Ein wichtiges, frühes 1:0 und Yogi ist auch glücklich. Yogi klatscht und freut sich. Wunderbar. Und die portugiesischen Fans, denen gefällt das nicht so ganz. Das Ganze nochmal in der Wiederholung. Hier, Müller steigt am höchsten, steht richtig, kommt relativ unbedrängt zum Kopfball. Und naja, da sieht der Torwart auch nicht sonderlich gut aus. Den hätte man auch halten können. Aber gut. Also, 1:0 für Deutschland. Portugal, ja, mal schauen, was sie jetzt bringen. Müssen jetzt ein bisschen mehr nach vorne spielen. Das machen sie gerade auch. Aber die lasse ich da nicht durch. So, oh, geh weg da, geh weg da. Gut, dass er den Ball so schön weggeschlagen hat. Ja, das gefällt Yogi auch nicht. Das muss besser gehen. So, den Ball erobert und dann machen wir mal schnell einen Konter. Ja, also ich muss zugeben, ich habe am Anfang so ein bisschen doch Schwierigkeiten gehabt mit diesem Gameplay, weil gefühlt, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich so ist. Manchmal habe ich so Eindrücke, dass die KI nicht immer so wirklich intelligent mitspielt. Und auf der anderen Seite habe ich auch so den Eindruck, ja, dass ich nicht immer 100% Kontrolle über meine Spieler habe und sie nicht immer genau das machen, was ich eigentlich machen will. Vielleicht kommen wir da ab und zu noch zu einer, zum Beispiel, dann ist hier Klose ganz allein nach oben, muss aber nochmal abgeben. Müller am Ball, ja, was machen wir? Flanken wir? Okay, da ist Platz. Nach innen, Gomez, Gomez, schieß doch! Oh, abgeblockt, aber noch haben wir den Ball. Und dann haben wir ihn verloren. Ja, also die, manchmal bleiben die halt einfach stehen, obwohl ich, weiß ich nicht, aus... Die laufen und dann bleiben sie einfach stehen und ja, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, die anzuspielen. Und was mir auch aufgefallen ist, die stehen sehr oft im Abseits. Also ich finde, das sind so lauter Kleinigkeiten, die könnte man in einem Patch schon mal lösen, muss ich einfach zugeben. Kopfball, Reus! Warum spielt er eigentlich auf der Seite? Naja, gut, egal. Also so ein paar Sachen in der KI gefallen mir nicht so wirklich und aber es ist in Ordnung. Also es fällt nur manchmal bei Online-Spielen sehr, sehr stark auf. Gegen Offline-Gegner ist es eigentlich in Ordnung. Ja. So, jetzt
Schauen wir mal zu, dass wir hier noch ein zweites Tor nachlegen. Das fände ich ganz toll. So, Spielaufbau zu Neuer. Ja, genau das meine ich eben. Auch so Pässe und Zuspiele sind oft sehr, sehr ungenau. Ich hab an sich ja nichts dagegen, wenn nicht immer alle Pässe ankommen. Das ist realistisch, so soll es ja auch sein, aber manchmal stellen sie sich schon ziemlich doof an. So, jetzt. Ja, das auch. So, geh doch hin zum Ball. Glück gehabt. Das war eigentlich ein Paradebeispiel. Da muss er doch unbedingt zum Ball gehen und nicht den Gegner zum Ball kommen lassen. Aber stattdessen steht er einfach nur rum und macht nichts. Gut. Das war auch nicht so toll. Gleiches Halbzeit. Ich würde gerne noch ein Tor schießen. Und. Abseits. Glück gehabt, aber ich glaube, ich wäre eh dran gekommen. Ja, knapp, aber vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem zweiten Tor in der ersten Halbzeit. So, vielleicht nochmal ein Konter über außen. So, Lahm mit dem Ball auf Schweinsteiger. Der passt nach vorne. Auf Reus. Jetzt nochmal vielleicht eine Flanke rein, aber da ist kein Platz. Ah, schön ausgedribbelt. Und jetzt vielleicht doch mit der Flanke. Und da oben ist Klose nicht an den Ball gekommen. Schade. Er versucht das. Oh, schön mit der Grätsche den Ball abgenommen. Und jetzt klappt's nicht. Schade. Gut, zurück zu Neuer. Nach vorne und ja, Halbzeit. 1:0 ist der Halbzeitstand. Ja, Philipp Lahm und Miroslav Klose sehen recht zufrieden aus. Thomas Müller in der 12. Minute nach Eckball und Kopfball mit dem 1:0. Das werden wir gleich bestimmt nochmal in der Wiederholung sehen. Auch der Kopfball war schon ziemlich gut. Eigentlich war der besser als der von Müller, aber gut. Und hier das 1:0 von Thomas Müller. Und hier nochmal auch nochmal ein Kopfball von Marco Reus. Ja. Gut. Ja, dann spielen wir einfach gleich weiter. Weil keinen Grund, irgendwie meine Aufstellung zu ändern. Zweite Halbzeit, zweite Chance für. Das war auch blöd. Einen zweiten Treffer. Ich muss zugeben, ach komm, so ein bisschen geschubst hier. Ich muss zugeben, es ist gar nicht so einfach zu spielen und zu kommentieren. Oh, knapp. Cristiano Ronaldo kommt da recht frei im Strafraum zum Kopfball, aber er kann den Ball zum Glück nicht aufs Tor lenken. Das hätte gefährlich werden können. So, jetzt spielen wir nochmal hier auf Lahm. Hallo, ich habe auf Lahm gezielt. Genau das meine ich so. Warum spielt er den Ball nicht dahin, wo ich es ihm sage? Das hat übrigens auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt hier mit ja, Passhilfe oder manuelle Steuerung spiele. Ich habe das ausprobiert. Es ist immer das Gleiche. Naja, so. Wo kommen wir vors Tor? Özil? Na, das war auch nichts. Nach unten spielen auf Hummels. Der passt nach innen und ach, da ist dann der Verteidiger zu schnell da. Also wir spielen eigentlich ganz gut. Oh, der war auch schön. Der war auch wunderbar. Jetzt nach innen flanken. Der war zu kurz. Der war zu kurz. Ja. Noch. Nicht den Ball abnehmen. So, Mertesacker kommt nicht an den Ball. Oh. Schöne Flanke und. Nein, da ist der Ausgleich. Postiga muss nur den Fuß hinhalten und. Ja, super. Ja, das finde ich auch nicht so toll. Tolle Brille übrigens. Ja, das war zu einfach. Da muss er wirklich nur den Fuß hinhalten und dann ist der Ball drin. Hier sehen wir das dann ganz schön. Da kümmert sich niemand um ihn und ja, drin ist der Ball.
nicht toll. Ja, Mist, dann wechseln wir mal aus. Mal schauen, was wir noch so bringen können. Wen haben wir denn so dabei? Ja, Götze können wir mal bringen. Götze für Özil. Einfach frische Kräfte bringen und ansonsten keine Ahnung. Nicht so tolle Alternativen gerade, muss ich zugeben. Was machen wir denn? Schmelzer. Bringen wir Schmelzer für Boateng. Boateng geht raus, Hummels geht in die Mitte, Schmelzer auf die Linksverteidigerposition und ja. So, da ist Boateng noch auf dem Feld. Ihn erkennt man eigentlich auch sehr gut. Und hier ist die Auswechslung. Nochmal mit einem schönen Blick aufs Stadion im Hintergrund. Gut. Wie machen wir jetzt am besten das 2 zu 1? Ich will hier nicht verlieren. Also ich will keinen Gegentreffer mehr kriegen. Miro Klose sollte hier nicht so viel rumtricksen. Schrägstrich ich. Gut, ja, jetzt drückt Portugal auf einmal. Da läuft er erstmal viermal rum um den Ball und hat ihn dann doch noch versemmelt, den Pass. Ich versuche jetzt mal ein bisschen stiller zu sein. Wie gesagt, kommentieren lenkt wirklich ab. Krieg den Ball gerade nicht. Was? Faul? Naja. Sehe ich anders. Das war doch gar nichts. So, und ich glaube, Portugal wechselt auch aus. Das merkt man immer an diesen Sequenzen. Jeder kommt rein. Und ja, gefährliche Freistoßsituation. Und, wow, gut, dass da keiner hingeht. So, probieren wir das nochmal. Also, ich ziele genau auf Lahm. Okay, und diesmal hat es immerhin funktioniert. So, ich würde jetzt trotzdem gerne mal wieder vors Tor kommen. Schon lange keine wirkliche Torchance mehr gehabt. Oh, Klose. Hätte da durchkommen sollen. Und hier auf Gomez. Und schade. Abseits. Ja, okay. War abseits. Weiß nicht, ob der Torwart da dran gekommen wäre. Schade. Und Portugal wechselt schon wieder. Das geht ja ratzfatz hier. So, das war auch interessant. Gut, dann nehme ich den Ball und mache einen Abschlag. Und ja, spielen wir mal da über außen. So wird's natürlich nichts. Was ich auch noch sagen kann, normalerweise kommentieren die Spiele ja wieder Manny Breukmann und Frank Buschmann. Die sind auch hier wieder mit dabei. Und ja, also sagen wir so, sie reden immer noch ähnlich wie in FIFA 14. Also wahrer Glanz. Puh, um Gottes Willen, weg mit dem Ball. Das war glücklich und jetzt vielleicht der schnelle Konter, aber Klose ist nicht schnell und fault auch noch offensiv faul. Gut, Portugal wechselt nochmal. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Keine Ahnung, was wir jetzt machen, aber wen könnten wir denn bringen? Wie wär's denn mit ihm? Sam für Müller. Für den Torschützen. Vielleicht bringt er ja noch eine Überraschung. Ja, also die Kommentatoren, die deutschen Kommentatoren sind hier so, wie man sie kennt. Also manchmal kommen, oder naja, häufig kommen ein paar doofe Sprüche. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, so Kommentatoren zu erstellen. Ich weiß auch, wie die Methode funktioniert. Da könnte man natürlich auch ein bisschen was optimieren von Seiten der Entwickler. Naja, gut. Leben wir mit ihnen. Ansonsten, wir können auch auf die. Und? Verdammt. Man kann natürlich auch auf den englischen Kommentar umschalten, der hat viel mehr Sätze, folglich fallen auch die ganzen Wiederholungen nicht so auf.
Aber die reden auch nicht immer sinnvolles Zeug. Man versteht es vielleicht nur nicht immer so genau, weil es halt Englisch ist. So. Und den Ball nehme ich, um Gottes Willen. Das meine ich, ich krieg's oft nicht hin, den Ball einfach wegzuschlagen. Dann haut man einfach auf die Tasten drauf. Und das Spiel ist aus. Das Spiel geht mit 1:1 aus. Die deutschen Spieler sind überraschend glücklich. Das verwundert mich. Ich bin nicht so glücklich. Aber immerhin ein 1:1 gegen Portugal, den, ja, zusammen mit Deutschland die Gruppenfavoriten. Gut, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an diesem kleinen Review und Zusammenfassung von dem Spiel. Insgesamt, was kann ich denn sagen? Ja, wer FIFA 14 hat, braucht es nicht unbedingt. Wer aber sich die WM-Stimmung nach Hause holen will, wird auch an diesem Spiel ein bisschen Spaß haben. Und allgemein kann ich mir auch vorstellen, dass Neulinge, die FIFA vielleicht noch nicht so oft gespielt haben, mit diesem Spiel etwas mehr anfangen können als mit der FIFA 14 Serie. Einfach weil man sich hier auf dieses große Turnier konzentriert und nicht, ja, den normalen Alltagsfußball abbildet. Ja, somit habe ich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns in einem anderen Video mal wiederhören. Somit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.